Bundeskanzler Scholz, der hat im koalitionsinternen Streit um den Haushalt Finanzminister Lindner nun den Rücken gestärkt. Scholz sagte dem Magazin Stern, Lindner habe den Ressort Limits genannt und dies zuvor auch mit ihm abgesprochen. Bis Anfang Juli müssten nun Wünsche und Wirklichkeit in Einklang gebracht werden. Er setzte darauf, dass sich alle Minister ihrer Verantwortung bewusst seien und man das gemeinsam hinbekomme. Scholz lehnte Ausnahmen von der Schuldenbremse ab und stellte sich in diesem Punkt ebenfalls hinter den Finanzminister und FDP-Vorsitzenden. Schauen wir zu Luisa Stangl in den Bundestag. Guten Morgen, Luisa. Rückendeckung jetzt also vom Kanzler für seinen Finanzminister. Hat Scholz denn auch durchblicken lassen, wo seine Sparpräferenzen liegen? Guten Morgen, ihr beiden. Ja, Olaf Scholz hat gesagt, er hat Vorstellungen zu möglichen Einsparungen, ist hier aber nicht konkreter geworden. Aber dem Bundeskanzler sind vor allem zwei Vorgaben wichtig beim Haushalt, nämlich einmal die Förderung vom Wirtschaftswachstum und die Wahrung des sozialen Friedens. Aber was hier eben spannend ist, dass hier Olaf Scholz Christian Lindner den Rücken stärkt, denn der Kanzler ist ja eher weniger bekannt hier für seine klaren Worte. Oft wird ihm ja nicht Kommunikation vorgeworfen, auch aus den eigenen Reihen. Er versteckt sich hier hinter der Worthülsen und jetzt eben diese klare Rückendeckung für Christian Lindner und das eben nur ein Tag, nachdem die FDP ja ihren 5-Punkte-Plan zur Haushaltswende vorgestellt hat und hier an die Rente mit 63 möchte. Und die Rente mit 63, das ist eben das Herzensprojekt der SPD. Und auch in diesem 5-Punkte-Papier zur Haushaltswende sagt noch mal die FDP ganz deutlich, an der Schuldenbremse wird nicht gerüttelt. Mehrere Politiker von den Seiten der Grünen oder auch aus der SPD fordern das ja. Und hier sagt Olaf Scholz jetzt aber auch deutlich, wir dürfen uns das Leben nicht so einfach machen. Jetzt ist erstmal Schwitzen angesagt, wenn es hier um eine Ausnahme bei der Schuldenbremse geht. Und er fordert hier jetzt alle Ministerien zum Einsparen auf, denn mehrere Ministerien lagen eben vor den über den Ausgabenplänen, auch SPD-geführte Ministerien, wie zum Beispiel das Innenministerium, das Verteidigungsministerium oder auch das Entwicklungsministerium. Aber Olaf Scholz, der zeigt sich hier sehr zuversichtlich, dass man hier sich einigt und dass auch die Koalition hier diesen Haushaltsstreit, diese Haushaltsdiskussion gut übersteht. Und er gibt hier auch noch mal ein Kompliment an den Finanzminister auf die Frage eben, ob Christian Lindner für ihn ein guter Finanzminister ist. Da sagt hier Olaf Scholz ganz klar, ja, natürlich. Er vertraut hier vor allem auch allen seinen Ministern. Luisa, lass uns noch mal über die Rente mit 63 sprechen. Wurde nicht angesprochen im Zusammenhang mit der Stärkung von Christian Lindner. Ist das Thema vom Tisch? Wie geht es diesbezüglich weiter? Ja, vom Tisch ist die Rente mit 63 auf jeden Fall noch nicht. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, Olaf Scholz möchte hier Christian Lindner die Hand reichen, eben mit seiner Rückendeckung, so nach dem Motto, wenn ich auf dich zukomme beim Haushaltsstreit, dann komm bitte auch auf mich zu, wenn es um die Rente mit 63 geht. Eigentlich sollte ja die Rente mit 63 schon letzte Woche am 8. Mai im Kabinett besprochen werden. Das hat nicht funktioniert. Dann wurde diese Woche anvisiert. Eigentlich sollte es morgen jetzt soweit sein. Und da hat man jetzt aber, haben sich die Ampelspitzen darauf geeinigt, nein, wir vertagen das Ganze eben nochmal, weil eben die Gräben beim Haushaltsstreit sind momentan noch viel zu groß und man möchte hier erstmal Gespräche führen. Im Kanzleramt, da gibt man sich noch etwas ruhig und signalisiert, na wichtig ist vor allem, dass dieses Rentenpaket noch im Mai beschlossen wird. Der Mai hat ja 31 Tage, also man hat hier noch etwas Zeit, heißt es hier. Und Olaf Scholz, der versucht hier eben gute Miene zu machen und deshalb hier nochmal die Rückendeckung für Christian Lindner, eben auch in der Hoffnung, dass hier das Rentenpaket doch noch ohne große Diskussion durchgeht. Luisa, danke schön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.